Oh mein Gott, ist Olaf nicht einer der wenigen Counter zu Pantheon? Weil man ihn nicht stunnen kann? Ja, I don't care. Pantheon ist broken. Pulsefire Pantheon? Ja, sign me up, Alter. Pro Kill 10 Euro, pro Assist 5, wo jeder Tod wird 5 Euro abgezogen? Oh. Okay, Deal. Auf meinem ersten Game Pantheon. Auf meinem allerersten Game Pantheon. Alright. Okay, ja gut. Mango schuldet dir nachher Geld. Fuck you. Okay, also Olaf ist, glaube ich, kein gutes Matchup für uns. Aber alles andere ist halt fein, weil wir Pantheon sind. Marie Talk, so verdient kein anderer, schafft es so gut und so lange zu unterhalten. Bald auch das Jahr dauerhaft zusammenvoll. Wie geht raus und Pizza wieder auf dem Fan-Treffen mit dir und Sammy wäre Baba einfach in die Bar gehen und chillen. Absolut ehrlich. Ich mach's halt so unfassbar gerne. Und wenn es euch so gut gefällt, ich wiederhole mich einfach. So, bevor ihr mir wieder mit Szene ankommt, was baut man denn jetzt auf Pantheon Jungle? Das muss ich mir mal offen halten. Man geht Blue Smite anscheinend. Okay, ich habe anscheinend ein Problem mit Aatrox. Husband Number One. Bisschen viel Dedication direkt. Not gonna lie. Ja, ciao, Velkos, ne? Wahrscheinlich gekannt zu haben. Actually ist fine. So, was sind denn meine Skills? Q ist Speer. Macht Execute, richtig? Okay, ja, ist ein Execute. Mortal Will Bonus. Ach, das ist ja meine passive Scheiße, richtig. Dash und Stun. Nächst, dann komme ich dieses schnelle Pew Pew Pew. Okay, was zur Hölle gehe ich denn? Ich glaube, ich müsste Kröte machen. Und das? Ah, Movement Speed kriege ich da. Okay, das will ich jetzt, also ich will die E jetzt nicht benutzen, sondern ich will die Q benutzen und dann will ich die E benutzen. Jetzt warte ich, bis ich Stacks habe und dann benutze ich die Q wieder. So, hier lade ich die Q jetzt auf, dann habe ich zwar mehr Cooldown, aber ich treffe alle drei. Das sollte wegen dem Burn besser sein. Ich muss ein bisschen nachdenken, weil ich das halt gerade, wie gesagt, zum ersten Mal spiele, ne? Habe ich das gerade gecancelt? Ich glaube, ich habe das. Man kann das canceln, gut zu wissen. Also im Prinzip Damage, W oder Q. Für Let's Run Away wollen wir E benutzen. Also Empowered. Oh Gott, das ist so viel, dass ich mir merken muss. Aber das krieg ich schon hin. Wieso mache ich gerade eigentlich Red Buff? Können wir darüber reden? Ich bin doch der Todes Early Game Ganker, oder? E hat mein Turret Shots getankt! Ach, dieser Champ ist so dumm. Ja, how though? Der wird hier nicht plötzlich hinkommen. Das ist Fizz. Und du hast eine riesen Wave. Wait. Okay, ich bin halt einfach ultra schlecht auch einfach, ne? Ja, das wäre safe mein Kill gewesen. Aber ich bin der grausamste Pantheon-Spieler der Welt. Iron Mind, wir haben den Kill bekommen. Ja, das war ein sehr komplexer Engage. Man hat... WP schreibt sie in Chat. Oh, mega lull. Ja, guter Champ, guter Champ. Warte, die Q geht doch auch durch mehrere Einheiten durch. Okay, krass. Also wenn ich sie nur antippe, meine ich. Benutze ich die E überhaupt zum Farmen? Muss ich nicht einschätzen. Ist der gerade vom Drake weggerannt? Cool. Ist halt eigentlich echt verräterisch, aber dann spare ich mir ein Pinkwort. Actually, ich spare mir kein Pinkwort, den stelle ich trotzdem drauf. Ach so, aber CC verhindert das nicht. Mensch, das ist ja beinahe gebalanced. Warum genau bringst du mich jetzt zurück? Kann ich eigentlich solo Baronen? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich denke schon, oder? Ich bin ja Pantheon. Ja, okay, ich gehe ein bisschen sehr low und ich brauche ein bisschen sehr lange, aber es kommt halt einfach niemand. Und ich bin halt auch einfach ein guter Jungler, deswegen ist das halt einfach kein Problem. Ich komme. Aber wenn ich jetzt eine Ult hätte, man, ich würde hier so reindiven. Schönes Ding. Und secured. Jetzt geht's Botlane. Aber jetzt bin ich doch einfach free, oder? Warte mal, wir warten ein bisschen pushen. Und dann ulte ich da einfach rein. So funktioniert das doch jetzt, oder?
Counterplay ist auf jeden Fall vorhanden. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ach, nur nach hinten funktioniert das, ne? Ich muss ja nichts machen, what? Ich muss ja gar nichts machen. Hä? Oh, jetzt ist schon Red Buff hier, weil wer soll uns aufhalten? Ich glaube, ich muss meine E viel taktischer einsetzen. Ich darf die wirklich nur in ganz, ganz seltenen Fällen in Fights benutzen. Jetzt das hier war natürlich ein schlechtes Beispiel an den Camp, aber das meinte ich auch nicht. Ja, doch, komplex. Ich hab ihn gleich hier hin. Absolut dummer Champ ist so, oder? Das ist doch einfach Brain Dead, was hier passiert. I mean, the fuck are they supposed to do? Ich hab auch schon wieder Ulti. Ich kann gleich wieder in die Ulti, in die Botlane reindiven. Like, was wollt ihr tun? Was sollen sie denn tun? Was wollen sie dagegen tun? Oh. Warte, das hat er nicht getötet? Aber ich dachte, das hat ihn getötet. Brand? Oh no. Oh, das ist nicht Brand. Ja, wäre auch schön, wenn du mehr Damage machen könntest, ne? Nur eins hier, balanced Champ! Egal, Burf. Alter, ist das Dump. Ich hab ja auch übelste Map-Pressure einfach. Über die Ult. Sobald ich die hab, kann ich einfach überall hinspringen. Like, warum sollte man das nicht jungeln? Der Damage. Alles ist alles dumm. Es ist alles dumm. Du kannst mir erzählen, was du willst. Snack ich mir den jetzt mit Ult? Ne, ich glaube, ich snack mir den einfach so. Tötet meine Q den schon? Oh. Oh. Wow. Eins nach dem anderen hier. Ich meine, ich bin Assistmeister des Todes auf Doom, aber das ist ja auch okay. Was ist das denn für Damage? Vor allem, was ist das auch für ein Animation Cancel? Ich kann ja einfach jeden Skill sofort casten, wann ich Bock habe. Ich könnte ja auch einfach hier seinen Buff warden oder so eine Scheiße und ich könnte an meinem Blue Buff sein. Und wenn der am Red ist, drücke ich einfach R und bin plötzlich in seiner Jungle-Hälfte. Okay, easy. Alter. Komm her. Alter. Was ist das denn? Wieso spielt man denn was anderes momentan? Also, warum sollte ich denn was anderes spielen? Als diesen Champion. What the fuck? Warum haben wir FF? Ja, der hat auch Spaß, Alter. Na gut, I guess wir gehen einfach, right? Alter. Ich verstehe das nicht ganz gerade hier. So, wo holen wir als nächstes rein? Actually nirgendwo, ich habe 3400 Gold. Whoops!
Ich gehe ja sowas von weg. Ich gehe bestimmt hier auch voll so ein langweiliges Off-Tank-Bild, das halt eigentlich übel tryhard ist. Ich werde auch Full Lethality gehen, dieses Game wahrscheinlich. Das wäre bestimmt auch witzig. Okay, was passiert hier? Können wir da hin? Wollen wir da rein ulten? I kinda do. Schlechte Ulti. Ja, doch, 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 doch. Ja, ja, ja. Schön, dass ich da so viel Schaden genommen habe, als ich hier engaged habe. Wieso surrendern die eigentlich nicht? Nein! Oh, wie er so noch fast gestorben ist! Aber habe ich Assist für gekriegt. Easy. Okay, Pantheon OTP. Ich bin Pantheon OTP, I don't care. Ist ja komplett egal. Das war ja komplett brain dead. Ching. Steven Style 1 hat gerade 150 Euro reingespollert. Die ja, Wette ist ja mal komplett nach hinten gegangen, GG. Danke, Steven, Mann. Vielen, 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 vielen Dank.